Grüß dich, Patrick. Grüß dich, Francesco. Und Grüße an den, der uns da zuschaut. Ey, du warst auf dem Obscene Extreme gewesen. Wir waren davor auf dem Slaughter to Prevail. Jetzt wollte ich erstmal raushorchen, wie es da war auf dem Obscene. Vom Grindcore-Gehalt her. Ja, Grindcore ist eigentlich eine gute Mischung. Das ist gar nicht so schlimm, wie die Leute immer denken. Du hast viel. Schlimm ist relativ. Ja, du hast viel Death Metal dabei, Crust, bisschen Punk. War super. Okay. Die Leute, auch wenn es die kompletten Freaks sind und Rasters haben, die 3 Meter lang sind, alle super nett. Okay. Egal, ob sie nackt sind oder nicht, alle super nett. Bands waren super. Nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Nein, war richtig entspannt. Headliner waren eigentlich durch die Bank, Death Metal Bands. Okay, das wundert mich ja ein bisschen, weil ich hab das vom letzten Mal volle Kanne. Also in meiner Erinnerung eher Grindcore-lastig. Da waren diese Bandit gewesen. Ja. Die haben ziemlich, also die waren für mich ganz gut, weil die halt immer mal richtig geholzt haben. Das war halt richtig, richtig brachial und ja. Ja, Pig Destroyer als Headliner vom Festival damals, die haben natürlich auch richtig. Aber die waren jetzt waren andere, waren die Death Metal Leute, ne? Okay. Ja, wir waren auch nur von Freitag bis Samstag, vorher ging es zeitlich nicht. Okay. Und da war Headliner dann. Freitag war Immolation, Samstag Autopsy. Autopsy am Savage Survival komplett gespielt, was ich richtig gut fand. Immolation ist jetzt nicht so die Festivalband, wenn man schon 2 Bier getrunken hat. Aber die sind trotzdem geil. Ich habe die auch in Würzburg gesehen. Also das war, ist ein Gezimmer ohne Ende. Und das habe ich nie so gesehen, muss ich sagen. Jetzt, seitdem wir auf diesem Slaughter to Prevail waren und ich habe mir gedacht, das war so eine Wucht gewesen. Ich war so diesem Deathcore gegenüber gar nicht so aufgeschlossen. Dann habe ich das gesehen und habe mir gedacht und vor allem gehört, dass das rappelt so weg und das sah so locker und easy aus, wie die das auf der Bühne gemacht haben. Und dann habe ich mir das mal angeguckt, wie die Töne sind, also auf dem Bass zu covern und auf der Gitarre nachzuspielen. Und dann habe ich mir gedacht, alter Schwede, das ist überhaupt nicht lustig. Und dann eben nochmal zum Grind zurückzukommen, habe ich mir eben auch diese so ein paar Napalm-Death-Sachen und sowas angeguckt und dachte, ey, das ist ja alles überhaupt nicht so easy-peasy, wie du dir das vorstellst. Also wenn du da auf einem Konzert bist und das ist einfach nur eine Geräuschkulisse und da trennt sich meiner Meinung nach auch die Spreu vom Weizen auf dem Obscene Extreme, wenn du so Punk-Kombos hast, die da rumholzen, D-Beat oder sowas. Ja. Und dann Wolf Brigade, Mann, das war sehr gut. Genau, und das ist auch so ein richtiges Brett, denke ich mal. Ja. Also ich habe es ja auch live gesehen und ich kenne es auch aus der Konserve und ich glaube halt, dass es nicht so simpel ist, wie sich dann anhört am Schluss. Ja, ich glaube, da merkt man dann schon, wer sein Instrument beherrscht und nicht und wer ein bisschen musikalisches Verständnis hat. Schau dir jetzt mal deinen Fetus an, die waren früher zu fünft. Die sind auch so der Hammer. Und die drücken jetzt mehr als Trio eigentlich. Ich verstehe es auch nicht. Als früher. Also, die waren auch auf dem Obscene. Ja, am Donnerstag, die haben wir leider verpasst. Ich weiß nur, also was ich gehört habe, war scheinbar nicht so gut. Und die haben auch nicht One Shot, One Kill gespielt. Ich habe es in Schweinfurt gesehen. Kurz nach Corona war das erste Konzert, glaube ich. Ja. Und da waren die mit dieser Nuklear Tschernobyl Band. Nuklear Tschernobyl. Syno irgendwas aus Deutschland. Cytotoxin genau, oder sowas. Ja. Da habe ich mir gedacht. Geh da hin, ist Death Metal und so weiter. Ja. In Wirklichkeit waren das ja Genies an ihren Instrumenten, muss man mal sagen. Ja. Das, wie gesagt, als wir dann dieses Alex Terrible vs. Slaughter to Prevail gesehen haben, diese Vorband. Interested. Genau. Ja, die haben mich voll mitgenommen, ey. Bah. Ja, aber die waren auch so, wo ich mir gedacht habe, das ist ja so richtig auf die Fresse und. Aber trotzdem Stimmung gemacht, fand ich. Ja. Das war das für mich immer wichtig. Wenn auf einem Konzert mal eine Band raussticht, die echt die Leute mitnimmt und Stimmung macht. Das war krass, was ich da erlebt habe, ja. Also, da habe ich mir gedacht, okay, bei denen ist Death Metal in guten Händen. So kann es weitergehen. Ist das noch Death Metal? Also ich weiß wirklich nicht. Technischer würde ich jetzt sagen. Das ist jetzt nicht so die grobe Keule zum Schnitzelklopfen oder so. Ich habe das immer wieder angehört zu Hause, das Ding. Ich auch.
Und hab mir dann, bin dann eben, weil YouTube natürlich immer was vorschlägt, auf die Slamming Brutal Death Metal Geschichten gestoßen. Ja. Und ich sehe da irgendwie so, dass die, also ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich denke, dass das dieselbe Ecke ist, dieselbe Kerbe ist, die da, wo die da reinhauen. Ja, ich höre mir, also so viel höre ich mir da nicht an. Ab und zu gucke ich mal bei Unique Leader, was die so rausbringen. Und da war ja, glaube ich, auch mal ein Chester drauf. Ich weiß nicht, ob die noch drauf sind. Aber irgendwie Last Breath of Humanity oder so. So Schweden. Ist aber auch so ultra langsamer Deathcore, oder? Das ist auch schon frickelig, aber auch eher, wird eher in die Deathcore-Ecke gedrückt. Fand ich ganz gut. Die haben so ein bisschen Keyboard. Ich habe gedacht, Deathcore ist nicht so beliebt, weil es halt eben die Moderne mitbringt und die meisten Metalheads sind ja dann doch eher so auf die Klassiker fixiert. Ja. Oder irgendein Album von 93, wo noch keiner kennt. Ja, und ich finde es auch, also tatsächlich fand ich es erstmal geil, weil die halt einfach, die haben es einfach gebracht und darum geht es mir. Ne? Also mir scheißegal, was da draufsteht. Wenn die einen mitreißen und wenn es einem gefällt, ist okay, finde ich super. Das haben sie gemacht und dann habe ich mir auch noch gedacht, ich finde es ja ganz geil, weil ich finde dieses Wackenspacken-Ding sowieso also richtig zum Kotzen. Und war da auch immer schon mehr dem War-Metal zugetan. Ja. Was jetzt aus meiner Sicht nicht unbedingt so Metal ist, sondern halt, also schon mal eine ganz andere Liga, ne? Heißt halt nur noch so. Ja, also ich würde schon Metal nennen. Ja, aber das ist nicht so der, ich laufe mit der Burger King-Krone durch die Gegend. Ja, ne, genau. Ja. Das ist genau wie beim Grindcore. Da habe ich mir nämlich gedacht, von der Troll damals. Ho? Echt, also es war aus meiner Sicht so richtig wie Grindcore-Fetischist. Und der hat sich auch gemeint, also der kann dieses verdammte Klamauk-Gehabe da nicht haben. Und das ist das Ding, wo ich mir auch oft denke. Dieses Rumgehampel, wo irgendwelche Bands schon irgendwas Krasses machen. Also die Musik ist voll die Dampfwalze, die Lyrics gehen in eine extrem krasse Richtung. Ja. Aber dann tun sie sich in irgendeine Klamauk Richtung noch hinschießen, damit, und so kommt es mir vor, wenn dann einer kommt und sagt, hey, seid ihr verrückt, dass sie sich dann wieder rausreden können und sagen, ja, war ja nur alles Spaß. Ja. Und das ist der Punkt, wo ich gerade aus dem Grindcore ein paar Bands wirklich gut finde, die das eben nicht machen. Jetzt eben neu, muss ich sagen, aus dem Deathcore, gerade diese Slaughter to Prevail, muss ich sagen, die sind echt ernst zu nehmen. Also für mich ist es echt eine Nummer, der Typ ist authentisch und halt aus dem War Metal. Und das ist so die letzte Bastion der ehrliche Musik fast schon. Ja, also bei Slaughter to Prevail bin ich ein bisschen raus, weil mich der Gitarrenton ein bisschen stört. Okay. Das ist dieses Sepultura Roots, finde ich. Okay. Der schluckt halt extrem viel. Anders bei Enchested, ich weiß jetzt nicht, ob die Deathcore sind oder... Ich glaube, die sind Deathmetal, die nennen sich selbst so. Fand ich spitze, aber die haben ja auch das Ding gebracht, das auf der aktuellen Scheibe Song Nummer 3. Das weiß ich sicher, aber ich kann euch nicht sagen, wie der Song heißt. Da ist so ein Bassdrop drin. Mhm. Und das habe ich noch nie bei einer Metalband gehört oder gehabt, dass der Boden vibriert. Das war eben das Ding, wo ich mir beim Konzert gedacht habe, wie lange bleibt das Gebäude dann noch stehen? Weil die, ja. Also beide Bands haben einen Bassdrop nach dem anderen rausgehauen. Es war nur noch okay. Ja, also es war schon richtig krass. Aber wo du sagst jetzt, die Bands... Die wollen es dann ein bisschen anders machen und eher ernst bei der Sache sind. Ja. Zum Beispiel Bandit. Ja. Bandit aus, ich glaube, Philadelphia. Checkt die mal aus, wenn ihr Bock auf Grind habt. Die haben ja auch übelst geholzt. Ja. Der Sänger hat sich vermöbelt mit dem Mikrofon, der hat ein blutiges Kinn. Genau, ja. Hat zum Schluss aber noch gemeint, für die Leute mit Depression, dass das Leben trotz aller Scheiße lebenswert ist. Man muss nur dranbleiben. Ja, gut. Und dann hast du die komplette Zerstörung auf der Bühne, aber am Ende mit einer positiven Message. Ja, das ist ja auch okay für mich. Ne? Also ja. du musst ja nicht mit einer negativen Message rausgehen, nur weil du halt eine ja, finde ich auch. Aber du musst halt eine, also was ich halt scheiße finde, ist, wenn du permanent unernst bist. Und da gibt es genau bei der harten Musikfraktion anscheinend so sau viele Leute, die glauben, sie müssen dann in irgendeiner Form halt, sie wollen da irgendwas machen, aber vorsichtig sein und sich dann irgendwie wieder zurücknehmen, damit es halt nicht so ganz on point gebracht wird. Und da denke ich mir, egal in welche Richtung es geht, zieh das gescheit durch und mach da nicht so einen Hampelmann draus. Ja, und da muss ich sagen, hatte ich in letzter Zeit eben
gerade mit Slaughter to Prevail eine Band gefunden, wo ich sage, okay, auch geschäftlich, wie die das durchgezogen haben. Ja, da bin ich, die verfolge ich nicht so. Ich habe die mir auch danach nicht mehr angehört, weil es für mich halt einfach nichts ist. Aber dafür umso mehr die Vorband halt. War auf jeden Fall ein Event. Und ich würde auch wieder auf sowas gehen. Ich bin, ich habe mich halt da ein bisschen nochmal reingehorcht dann und mir so Distant habe ich mir angeguckt aus den Niederlanden, so Beatdown. Okay. Ja. Aber so richtig malmender, langsamer X-King X habe ich mir angeguckt. Oh. Das ist ultra finster, also keine Ahnung, wie die, ich habe mir nur die Musik angehört und eben jetzt halt, was ich sonst nicht so gemacht habe, auch wirklich die Musik angeguckt, also wie es gespielt wird. Ich dachte, okay, das ist schon mal von der anderen Seite kennenlernen, die ganze Szenerie. Ja. Das war auf jeden Fall beides geil. Und ich war auch überrascht, wie viele Leute da waren bei Slaughter to Prevail. Das war krass, ja. Also Obscene war auch, ich war davor einmal da und es waren ungefähr dreimal so viele Leute da, wie bei dem davor. Weil war 25-jähriges Jubiläum. Ja. Und da, wo wir jetzt auf Slaughter to Prevail waren, da in der Location haben wir auch schon einige Konzerte mitgemacht. Ja, da war Immolation auch schon gewesen. Ja. Marduk. Ja. Dying Fetus. Da war ich nicht. Doch. Echt? Ja. Dann habe ich die aber nicht so. Wahrscheinlich waren wir betrunken, wie immer. Kann passieren, ja. Nee, also das war schon krass, wie viele Leute da waren. Weil ich bin da komplett blind hin halt. Ne? Ich auch. Das war was Modernes, damit beschäftige mich. Ich mich eigentlich gewartet. Einfach mal hingehen und mal schauen, was so los ist. Und also durch die erste Band war ich überrascht und wurde auch nicht enttäuscht, weil, bah. Also, aber wie ich das gesehen habe und wie ich es mir danach halt so überlegt habe, ich mir gedacht, dass wenn du jetzt nicht so ein Deathcore oder sowas nimmst, was jetzt wahrscheinlich, also ich habe mir die Views auf YouTube angeguckt, die gehen bis zu über 70 Millionen bei manchen Bands aus dem Bereich. Okay. Habe ich mir gedacht, ey, wenn du in dem normalen Black Metal oder sowas Sektor, dann ich glaube irgendwie ohne Scheiß, dass sich das zu dem War Metal hin entwickelt. Also, dass die. Dass, weil es halt auch einfach nur noch eben so wenige Bands gibt, die halt so richtig rausknallen und so weiter. Und ja. Also, bei allen Sachen, die wir jetzt da gerade durchquatschen, ist das der ultra krasse Härtegrad da. Grindcore, Deathcore und War Metal. Ja. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich alles wieder zurück zum Hardrock à la Bon Jovi entwickelt oder sowas. Nee, das nicht. Das ist ja von vornherein dann schon, auf was die Bock haben halt. Ja. Ich meine, Hardrock hast du, wie heißen die? Ich weiß nicht, die haben so einen blonden Sänger, sind aus Deutschland. Relativ bekannt. Die machen halt auch ihr Ding. Das ist ja auch cool. Ja, ich hab nichts dagegen. Ich sage nur weil, wie soll ich sagen? Aber ein Metaller wird ja eigentlich, der geht ja dann nicht von, sagen wir mal, von guter Lachs. Der hört dann nächstes Jahr nicht einfach mehr nur noch Bon Jovi oder so. Ja? Nee, aber ich denke so insgesamt, das ist immer so schwarmmäßig halt, ne? Denke ich mir, dass so Musik doch immer härter wird. Ja, also, ich glaube, das liegt auch gerade an der Zeit, wo wir haben. Ich meine, gehen wir auf die Straße, jeder ist pisst, jeder schaut, als würde ein anderen gerade... Das war schon immer so, Patrick, da bin ich mir sicher. Nee, mir fällt auf, dass die Leute zurzeit echt durch sind. Meinst du? Ja. Ich bin viel mit den Öffentlichen unterwegs oder im Straßenverkehr, wenn ich Auto fahre. Da gehe ich selber auch an die Decke, wenn irgendein anderer. Ja, und dann muss ich mich dann da, dann passiert mir das fünfmal, dann muss ich mich daheim auch hinsetzen. Und dann, Alter, chill mal. Okay. Ja? Du machst bestimmt auch Fehler. Mache ich natürlich nicht, aber man denkt es halt. Ja, ja. Ja? Von so einem verrückten Gedanken muss man immer gleich mal abkommen. Ja. Nee, also ich finde schon, dass die Leute ein bisschen, jetzt nicht aggressiver, aber... Abgrund. Endzeitstimmung. Bisschen vielleicht. Ja, also es passt ja nicht alles gerade so. Von daher deswegen. Ja. Aber das wollen wir jetzt auch sein lassen, oder? nee, aber ich...
Ich kann mir aber vorstellen, dass die Leute, die wohl den Klamauk hören, auch weiter Klamauk hören. Ja, aber ich glaube schon, dass so Klamauk, diese Gutterlachs, die zählen für mich zu Klamauk, ja. Und meines Erachtens nach ist es halt so, ja, so Konfrontationsarmut halt, ne? Verstehst du? Wenn du richtig auf die Fresse Conqueror oder sowas dir anhörst, ich schätze mal, dann bist du ein anderer Mensch, als wie wenn du eben mit der Klobürste vorm Festival rumrennst und Gutterlachs anhörst. Das ist halt einfach für mich infantil und dumm, also. Ja, aber ich glaube, wir kennen ja auch nicht alles und es sind ja immer wieder Überraschungen jetzt dabei. Das haben wir mal jetzt wie bei dem Deathcore-Konzert. Ja, das stimmt, ja. Für mich Ingested, für dich Slaughter to Prevail. Mhm. Auf dem Obscene beendet mit knallharten Grindcore. Ja, die hast du vorher echt nicht auf dem Schirm gehabt, ne? Ja. Und jetzt sage ich mal einen Spruch aus dem Hardcore. Real recognizes real. Okay.